Schönes Wochenende und Hallihallo, hier sind die Mario Kart 8 Gaming News. Weil ich in letzter Zeit etwas weniger Parts rausgebracht habe zu Mario Kart 8, haben wir heute gleich zweimal die Charts, weil ich nicht so weit hinterherhinken möchte. Und hier seht ihr die Charts vom 24. August bis zum 30. August. Erstmal die Software-Charts und die möchte ich ehrlich gesagt auch nicht näher kommentieren, weil was da auf den ersten vier Plätzen ist, das sorry. Nee. Schrecklich. Insgesamt schrecklich. Aber man hat auch zwei Neueinsteiger hier. Persona 4 und Tokiden Extreme. Sorry, kenne ich nicht. Kann ich nicht aussprechen. Muss irgendwas in Japan sein, was da ziemlich abgeht. Und Love Life. School Idol Paradise. Ist auch dabei. Ja. Wie gesagt, muss man ja nichts weiter zu sagen. Und die Hardware-Charts, die sind auch nicht so toll. Wii U verliert 6%, ist aber zumindest noch bei 45.000. Die Xbox One steigt aus ihrem Grab raus und zeigt sich mit beachtlichen 80.000 verkauften Einheiten. Also da gibt es tatsächlich im Amiland Leute, die haben nur auf Madden gewartet und sich dann eine Xbox One gekrallt. Ja, Amerika halt, ne? Aber auch da sieht man wieder, dass die PlayStation 4 bei den Third Parties trotzdem vorne ist, denn die PS4 von die PS4-Version von Madden ist ja auf Platz 1. Und in den Verkäufen hat sich das dann noch in weiteren 10% niedergeschlagen. Die PS Vita kann außerdem 25% zulegen und hat sich 34.000 Mal verkauft, was natürlich an den beiden neuen Spielen liegt. Und dann haben wir gleich noch die Woche vom 31. August bis zum 6. September 2014, da gibt es eigentlich auch nicht viel zu sagen. Ja, The Sims 4 ist auf Platz 1. Ist das Spiel eigentlich schon wieder unvollständig, so wie immer? Frage da draußen. Ich habe es mir nicht geholt, jedenfalls. Ja, und der Rest, entweder die Bekannten oder halt Madden, was sich tatsächlich immer noch gut verkauft, aber bestimmt nächste Woche nicht mehr, weil normalerweise hält sich sowas jetzt nicht so lang. Höchstens in Amerika halt, aber die nehmen ja auch irgendwie alles. Und dann haben wir natürlich noch die Hardware-Charts von dieser Woche. Und da sieht es dann schon relativ brutal aus. Also die PS4 und die Xbox One sind jetzt richtig gut dabei. Vor allem die Xbox One. Die zeigt einfach mal allen so, ja, ich lebe noch, ja, ja. Hat sich 124.000 Mal verkauft. Das ist zum einen durch Madden zu erklären, zum anderen aber wahrscheinlich auch schon ein kleiner Hype auf Destiny, weil das erscheint ja in der darauffolgenden Woche. Ja, und die Wii U? Tja, die gurkt nur noch bei 40.000 rum, baut wieder 12% ab und wird bald unter die 40.000 fallen. Und das ist schon echt bitter, weil eigentlich sollten jede Woche 50.000 her bis zu Smash Bros. U. Und dieses Ziel scheint man zu verfehlen. Schade. Aber die PS Vita, die kann ja von Fails auch Liedchen singen, hat wieder 27% verloren. Also eine Woche lief's mal besser, jetzt wieder genauso kacke wie davor. Großer Gewinner ist die Xbox One aktuell, denn die zeigt, dass sie noch da ist. Und Mario Kart 8 zeigt auch, dass es noch da ist. Zwar nicht in den Charts aktuell, aber es sind News bezüglich des kommenden DLCs ans Licht gekommen. Eines der Karts ist nämlich enthüllt worden. Und es ist eins, das wir alle sehr gut kennen. Nämlich der B-Dasher aus Mario Kart DS. Der war damals sehr beliebt. Und jetzt kommt das Kart auf die Wii U. Da gibt es übrigens auch schon einen Trailer zu. Link in der Videobeschreibung. News zum New 3DS. News zum New 3DS. Habe ich nur eine. Und zwar eine ziemlich ärgerliche für uns, weil Australien bekommt den neuen Handheld vor uns. Ja, richtig gehört. Australien bekommt den New 3DS vor uns. Da kommt er nämlich schon am 21. November raus. Und in Europa erst irgendwann 2015. Ja, so ist das offizielle Stichwort. Unglaublich, oder?
Ja, und jetzt werde ich leider nur Dritter, weil ich am Anfang dämlicherweise runtergefallen bin. Aber ganz ehrlich, wer einmal da runterfällt, der hat es auch nicht anders verdient. Ich meine, wie lange spiele ich das gottverdammte Spiel schon? Nein, Fresse. Aber interessanterweise ist Australien ja auch in der PAL-Region. Das bedeutet, man könnte sich das Ding theoretisch importieren. Eigentlich müssten alle Spiele drauf laufen. Lölz. Aber macht ja auch keinen Sinn. Ist ja kein neuer Handheld. Deswegen, ja, warum? Deutsche Sprache wird kaum drauf sein. Und es gibt ja noch keine exklusiven Games. Es gibt, genau gesagt, keinen wirklichen Grund. Also einfach warten. Zu Super Smash Bros. Habe ich noch ein paar News. Das erscheint ja demnächst. Und die Charaktere sind ja auch soweit bekannt. Die Ice Climbers sind nicht dabei. Fans von ihnen sind erschüttert. Aber der Producer hat erklärt, warum sie nicht dabei sind. Und zwar sagte er, dass sie eigentlich auf der Wii U spielbar waren, in früheren Demos und so. Aber dann hat man gemerkt, dass der 3DS leider nicht ganz fertig wird mit den ganzen Daten, die Super Smash Bros. Für 3DS nun mal hat. Und deshalb hat man die Priorität, war ja klar, auf Charaktere gelegt, die einfach populärer sind. Und die Charaktere, die schon lange kein neues Spiel mehr bekommen haben und auch keins in Aussicht gestellt bekommen haben, die hatten eine niedrige Priorität. Und naja, letzten Endes hat es dann eben die Ice Climbers erwischt. Und ganz ehrlich, ich kann es nachvollziehen und ich finde diesen Schritt auch richtig. Lieber die neueren Charaktere reinholen, die auch wirklich heute noch existent sind. Die Ice Climbers, die kennt heute kein Schwein mehr. Die Zeit ist... Sag mal, was zum Teufel? Boah, diese Scheißstrecke. Jedes Mal passiert da irgendein Fuck. Ich will jetzt eine Rakete, klar? Für einen Arsch. Na komm, Siebter. Dammit, fahr doch! Was war das denn für ein Müll? Na klasse, du. Hier, schaut euch eine neue Stage an. Game & Wario Stage. Ich finde hier besonders die Lichtschatten-Effekte schön. Natürlich ist das eine Stage für Super Smash Bros. U. Denn der 3DS-Teil ist ja in Japan schon raus und deswegen gibt es da keine Überraschungen mehr. Die Stages sind bekannt und ich denke, man sieht ja auch an der Qualität des Screenshots, dass das eher die Heimkonsole ist. Verdammt, jetzt hat er mich ins Gras gedrängt. Außerdem werden, denke ich, alle kommenden News die Wii U-Fassung betreffen. Im letzten Part habe ich euch angekündigt, dass demnächst ein neues Update für Hyrule Warriors kommt. Und da ist bekannt geworden, dass in einem der DLCs 3 neue Charaktere spielbar sein werden. Und zwar Chia, Volga und Pyroma, also die Bösewichte. Generell kommen sehr, sehr viele DLCs auf uns zu, nämlich ein Majora's Mask DLC, ein Master Quest DLC, ein Boss Mode DLC und noch ein weiterer. Und die kommen alle in den nächsten Monaten. Also einer schon im Oktober, der nächste im November, dann im Januar und im Februar. Die werde ich euch alle zeigen. Ihr könnt die auch schon alle vorbestellen. Wenn ihr das macht, dann könnt ihr ein Kostüm für Link bekommen, nämlich Dunkel Link. Kostet, ich glaube, 15 oder 20 Euro, bin mir nicht mehr 100% sicher. Ich blende es einfach ein und schaue nochmal nach. Übrigens hat auch einer der Hyrule Warriors Entwickler verlauten lassen, dass er gerne mal an einem Mario-Spiel arbeiten würde. Und daraufhin kam die Spekulation auf, es könnte ja mal so eine Art Mushroom Kingdom Warriors geben. Oh, du Drecksack. Und die Vorstellung ist ehrlich gesagt ziemlich geil, oder? So Horden von Goombas verkloppen oder Knochen trocken und dann die Koopalinge als Bosse und so. Das wäre schon episch. Oder aus anderen Mario-Spielen. Eben aus den RPGs wie Paper Mario und so. Boah, das wäre so geil. Aber ob Nintendo das macht? Wahrscheinlich nicht. Wäre aber irgendwie echt lustig. Im Master Quest DLC wird es außerdem eine neue Waffe
für Link geben. Und zwar Epona. Im Let's Play habe ich nämlich des Öfteren bemängelt, dass Epona keine Rolle in dem Spiel gespielt hat. Aber das wird sich dann mit dem DLC ändern. Wie mit ihr gekämpft wird, das ist allerdings noch nicht ganz klar. Einfach abwarten. Und wenn ihr auf Trailer steht, dann habe ich noch einen Trailer bezüglich der Hühner für euch. Also wie die im Spiel funktionieren. Falls ihr das auch noch nicht geblickt habt, ich hatte da ja auch ein paar Probleme. In dem Trailer wird es ein bisschen besser erklärt. Hallöle, nächstes Rennen. Ah. Zwischen den Rennen habe ich immer so eine kleine Trink- und Atempause. Brauche ich manchmal. Na, knall mal schnell den Bayonetta-News raus. Da gibt es wieder mal einen Trailer. Und zwar bezüglich der Kostüme. Also Prinzessin Peach-Kostüme und so weiter. Also die Nintendo-Kostüme. Da könnt ihr mal gucken. Könnte euch gefallen. Auch gefallen könnte euch die einzige Pokémon-News, die ich habe. Und zwar Ach, stimmt ja gar nicht, ich habe zwei. Aber die spare ich mir noch auf. Also eine natürlich jetzt, aber die andere spare ich mir auf. Obwohl sie wahrscheinlich im Titel stehen wird. Na, egal. Es gibt nämlich am 5.10. einen Livestream. Und dieser Livestream wird die letzte große Welle an Infos bereitstellen vor dem Release. Vor allem soll es in diesem Livestream um Rayquaza gehen. Ich gehe mal davon aus, dass Rayquaza auch irgendeine Protoform oder Mega-Entwicklung bekommen wird. Weil es wäre irgendwie lächerlich, wenn die anderen beiden eine hätten und er halt nicht. Also würde ich mal vermuten, wird die in dem Livestream enthüllt. Und viele weitere Dinge. Hoffentlich viel Gameplay und Musik. Ich zieh's mir rein. Amiibos könnt ihr euch bereits vorbestellen. Für 15 Euro circa auf Amazon. Gibt noch nicht alle, aber ein paar, wie zum Beispiel Link und Marv. Ich verlinke euch einfach mal das ganze Zeug in der Videobeschreibung. Also einen sollte man sich auf jeden Fall kaufen, denke ich. Über mehr muss man halt dann nachdenken. Wenn man Sammler ist, okay, aber man benötigt eigentlich nur eine Figur. So, und dann haben wir noch ein paar Random News. Zum Beispiel hier ein paar schöne Screenshots vom Entwicklerteam Shinen. Die haben nämlich ein Rennspiel für Wii U in Entwicklung. Es nennt sich Fast Racing Neo und es sieht ehrlich gesagt ziemlich krass aus. Viel zu gut für die Wii U ja fast schon. Hoffentlich ist das nicht nur so ein Fake-Screen, sondern das Game sieht wirklich so aus. Dann könnte das echt interessant werden. Für Final Fantasy Fans habe ich auch noch was. Da gibt es nämlich in Japan gerade eine Demo, die Final Fantasy Explorers Light Demo. Die hat sogar eine Online-Funktion. Wann die zu uns kommt, keine Ahnung, aber ihr könnt da alle Sachen, die ihr da irgendwie bekommt, auf euer fertiges Spiel übertragen. Und allein schon, dass die Demo online-fähig ist, ist schon echt krass, oder? Finde ich jetzt zumindest. Und wenn ihr Gianna's Sisters gespielt habt und mochtet, dann könnt ihr euch auf einen Nachfolger freuen, denn der ist geplant und soll gegen Ende 2015 und Anfang 2016 erscheinen. Dauert aber noch, aber es wird dran gewerkelt. Nintendo sicherte sich die beiden Namen Quoodi mit Y und Quoodi mit 2i. Oh, die haben es aber auch mit diesen 2i's. Meine Fresse. Das Ganze wird höchstwahrscheinlich etwas mit Quality of Life zu tun haben. Dieser neuen Sache, die Nintendo da gerade anstrebt, wo man ja eigentlich immer noch nicht genau weiß, was das ist. Und mehr kann ich euch eigentlich auch nicht sagen, nur dass diese beiden Namen halt gesichert wurden. Das muss jetzt nichts bedeuten, ja, Nintendo sichert, oder alle Firmen sichern sich ja ständig irgendwelche Namen und machen Patente und blablub. Es muss nicht immer am Ende dann ein fertiges Produkt bei rumspringen, aber auf jeden Fall macht man sich Gedanken und diese Namen sollen wohl für irgendwas stehen. Don't know. Müssen wir abwarten. Lange warten könnt ihr allerdings auf DLCs für euer Watch Dogs auf Wii U. Das Spiel kommt zwar, aber es wird keine DLC-Inhalte dafür geben. Ja, Ubisoft, so verkauft man seine Spiele. Erstmal den Release um ein paar Monate hinterschieben und dann keine DLCs bringen, die auf der anderen Plattform erhältlich sind. Ja, so verkauft man's. Genau so würde ich's auch machen. Was für Idioten. Ja, muss man erstmal drauf klarkommen. Und eigentlich habe ich sogar 2,5. Was habe ich gerade gesagt? 2,5? Ich sollte mich auf das Rennen konzentrieren, was? Reden ist heute nicht so meine Sache.
Ja, egal. Ich meinte auf jeden Fall, ich habe eigentlich noch zwei Pokémon-News oder eineinhalb. Und eine davon wäre, es kommen neue 2DS-Geräte raus, zusammen mit Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir. Und die werden ein durchsichtiges Gehäuse haben. Sowas finde ich ja echt schick. Ich mochte sowas schon immer. Ich hatte so einen durchsichtigen GameCube-Controller und den habe ich so abgefeiert. Ich hoffe, Nintendo bringt sowas wieder öfters raus. Leider halt nur der 2DS, der juckt mich nicht, aber sieht trotzdem nicht schlecht aus. Kann man mal das Innere betrachten. Ja, und die andere Pokémon-News, die ist richtig lustig. Denn es wird eine Demo zu Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir geben. Das wisst ihr ja schon. Habe ich euch schon letztes Mal gesagt. Aber jetzt ist bekannt, wie man an die rankommt. Die kommt am 15. Oktober. Aber nun, sie ist wieder limitiert und kommt nicht in den E-Shop, sondern ist bei McDonald's erhältlich. Ihr müsst euch mit dem 3DS in McDonald's reinsetzen oder zumindest in der Nähe sein. Dann kommt ihr in die Nintendo-Zone und bekommt da euren Download-Code. Schade, dass zu der Zeit die Gutscheine nicht mehr gelten, aber ich werde mir wohl trotzdem einen TS oder einen Tasty reindrücken. Und dann Pokémon zocken, ja! Yeah!